Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS. Ihr seht, ich habe das Gauss-Gewehr wieder am Start. Ich habe es quasi nicht über mich gebracht, das kaputte Design einfach sein zu lassen. Daher habe ich weiter daran rumgespielt und ich habe herausgefunden, warum es nicht geht. Ja, genau. Also wir haben hier unser Design, was im Grunde letzte Woche, letzte Folge quasi unser Endergebnis war, was dann auch nicht mehr funktioniert hat. Testen wir es einfach mal aus. Es wird jetzt keine großartigen Änderungen bereithalten, ja. Also das Ergebnis kann man sich im Grunde schon denken. Die Stufen sind natürlich immer noch genau dieselben. Dann würde ich sagen 3, 2, 1. Klicken wir uns da mal durch die ganzen Stufen durch. Und ihr seht, das wird einfach nach oben beschleunigt. Und dann bekommen wir hier so eine Maximalgeschwindigkeit von 13,2 Meter pro Sekunde, was nicht schlecht ist. Ja, echt nicht schlecht. Wunderbar. Dann gehen wir mal kurz zurück zum Bau und verändern das. Beim letzten Mal haben wir es von 2 auf 4 Felder hier vergrößert. Was, wenn wir das einfach mal verkleinern? Ja? Also es ist ja auch verständlich, dass wir das einfach ein bisschen kleiner machen. So. Von 4 auf 3. Das heißt, es sollte an sich auf jeden Fall funktionieren. Und wenn wir das Ganze starten, dann können wir das ausprobieren. So, Stufen genau dieselben. 3, 2, 1. Klick, 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 klick. Durch die ganzen Stufen durch. Ja. Und jetzt? Jetzt funktioniert es nicht mehr. Sehr merkwürdig, oder? Ist ein Bug. Das ist einfach ein Bug. Das Spiel sagt, nö, machen wir nicht mehr. Erstmal für die, die die letzte Folge nicht ganz zu Ende geschaut haben oder einfach eine Auffrischung brauchen. So funktioniert das System. Wir haben hier unsere Nutzlast. Die wird als allererstes abgedockt, damit die quasi breit ist, nach oben beschleunigt zu werden. Und dann haben wir hier jeweils eine Stufe mit zwei Andockluken drin. Ihr seht, das geht immer Stück für Stück nach oben. Wenn wir das hier als allererstes Beispiel nehmen, zum Beispiel die hier, die wird abgedockt und wird dann ein klitzekleines Stück nach rechts in die Solarzelle reingedrückt. Das kann man quasi gar nicht sehen. Ich übertreibe hier natürlich ein bisschen, damit es deutlich wird. 2 Sekunden später oder so, ungefähr, startet das Magnetfeld. Hier baut sich irgendwie so ein kreisförmiges Magnetfeld auf. Und das wird dann wieder angezogen zu der hier. Ja? Das dockt dann einfach an. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum. In diesem Zeitraum soll diese Andockluke hier nach oben beschleunigt werden. Ja? Und das hat ja auch eben, wie ihr ganz am Anfang gesehen habt, funktioniert. Und das halt eben schrittweise. Schrittweise daher, wenn man zum Beispiel die beiden gleichzeitig abdockt, werden die beiden gleichzeitig da reingedrückt, die Magnetkraft startet bei beiden gleichzeitig und die würden sich gegenseitig zusammenziehen. Das kann ich hier ein bisschen schwer zeigen, aber ihr seht, da ist ja so eine klitzekleine Lücke zwischen den beiden. Die würden sich gegenseitig anziehen und dann würden sie nicht mehr andocken. Wenn sie nicht mehr andocken, dann würde die Andockluke, wenn sie hier oben ist, wieder auch nach unten gezogen werden und sich dann hier irgendwie einpendeln. Das wollen wir natürlich nicht, daher alle einzeln als Stufe reingepackt. Genau. Warum funktioniert es nicht? Das Spiel sagt, nö, der Zeitraum zu kurz, wir ziehen nicht an, Ende. Es ist traurig, es ist schade. Ich habe halt hier dieses eine funktionierende Design. Das könnt ihr gerne haben. Ich packe das unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt halt einfach nichts dran ändern. Sonst funktioniert es nicht mehr. Ja? Sonst sagt das Spiel, nö, mache ich nicht. Ende. Das bedeutet aber auch für uns, wir können ein komplett neues Design benutzen, was dann hoffentlich ein bisschen mehr konsistent ist, das öfters funktioniert, beziehungsweise einfach gar nicht funktioniert. Dann nehmen wir das so hin und suchen uns ein anderes Design. Wunderbar. Erstmal noch eine kleine Sache vorneweg, die ich herausgefunden habe, die ein bisschen merkwürdig ist, machen wir hier mal die Magnetkraft auf maximale Stufe. So,
Nehmen zwei davon. Wenn wir das starten, was wird passieren? Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, die ziehen sich gegenseitig an. Die untere Sonde geht nach oben, die obere Sonde geht nach unten, die ziehen sich gegenseitig an. Ich meine, so funktioniert das ja. Ja? Gut, wunderbar. Was passiert, wenn wir jetzt eine von diesen Andockluken auf eine Magnetkraft von 0,0 kN machen? Also quasi ausschalten. Man könnte jetzt denken, die agieren ja wie Magneten. Das heißt, 0,0 kN als Magnetkraft, das hier wird nicht nach oben gezogen. Macht ja irgendwie Sinn. Das agiert nicht als Magnet, das zieht nicht an. Ja? Hat keine Magnetkraft, sondern wird halt einfach nur selber angezogen. Dann werden wir das Ganze mal ausprobieren. Dann wird klar, es funktioniert genau andersrum. Wir werden nach oben gezogen. Ja, die untere Sonde wird nach oben gezogen, aber die obere Sonde, die bleibt einfach, wo sie ist. Nochmal, falls ihr nicht genau hingeschaut habt. Die obere Sonde bleibt genau auf derselben Höhe. Höhe 11 Meter. Und erst jetzt, wo sie quasi zusammengestoßen sind, bewegen sie sich nach oben. Merkwürdig. Diese Magnetkraft gibt also an, wie stark die Andockluke von anderen Andockluken angezogen wird. Nicht wie stark sie selber anziehen. 0,0 wird nicht angezogen. 1,0 wird sehr stark angezogen. So funktioniert es und nicht andersrum. Das benutzen wir jetzt also. Ja, einfach so als Wissen, ganz nebenbei. Machen wir hier mal ein paar strukturelle Teile hin, wie zuvor. Das ist eben unsere Röhre, wo unsere Nutzlast rausgeschossen werden soll. In dem Fall ist das nicht unsere Nutzlast, zumindest nicht mehr. Ja? Wir nehmen zum Beispiel jetzt hier eine andere Andockluke mit Magnetkraft 0,0, beziehungsweise, damit es keine Verwechslung gibt, das hier ist jetzt unsere Nutzlast, 0,4 Tonnen, ein Fallschirm. Dieses Design ist nämlich ein bisschen anders. Dabei gilt das hier als Beschleuniger. Ja, der bleibt genau dort, wo er ist und beschleunigt dann den Fallschirm bis hier irgendwie nach oben und der Fallschirm fliegt dann weiter. Die Andockluke schwingt dann hier hin und her, bis sie irgendwann in der Mitte stehen bleibt. Ja, so funktioniert das Design, was ich euch jetzt zeige. Machen wir das natürlich als Stufe rein und ja, man könnte es als Cheaten ansehen. Ich mache die Abtrennkraft auf 0,2 Kilonewton. Das bedeutet, kurz nachdem es abgetrennt wird, fliegt es hier nach oben, damit da wirklich kein Abstand zwischen ist. Das ist kein großer Unterschied, wirklich nicht. So, und dann holen wir uns jetzt hier Andockluken, natürlich die kleineren. Und die Magnetkraft machen wir auf 0,0, weil wir eben gesehen haben, das bedeutet, es hat keinen Effekt auf dieses Konstrukt hier. Das, was wir hier außenrum bauen, ist ein festes Konstrukt, das bleibt genauso, wie es ist. Ja? Und das soll auch nicht durch die Gegend verschoben werden. Abtrennkraft können wir auch ruhig auf 0 machen, 0,0 kN machen, weil brauchen wir sowieso nicht. Ja? Das heißt, wir fügen jetzt hier einige Andockluken hinzu. Die haben Magnetkraft von 0,0, aber sie ziehen trotzdem die untere mittlere Andockluke an, weil die eben eine Magnetkraft von 1 kN hat. So, ihr seht, das wurde schnell nach oben beschleunigt. Wenn wir dahin wechseln, 11,8 Meter pro Sekunde. So ein simples Design und schon so extrem gut. Merkwürdig, oder? Manchmal ist das so. So, wie können wir das besser machen? Mehr Andockluken. Macht ja irgendwie Sinn. Wo können wir noch mehr Andockluken anordnen? Naja, eben genau darüber. Das ist jetzt so ein bisschen ein Bug. Der könnte in Zukunft gefixt werden. Diese Andockluke weiß nicht, dass sie verbunden ist. Ja? Die ist quasi da dran. Sie ist verbunden, aber sie weiß es nicht genau. Und daher funktioniert das auch. Wenn wir das Ganze mal starten und dann die untere Andockluke einmal abtrennen, das wird deutlich schneller beschleunigt. Es hat sich jetzt hier ein bisschen gedreht, was ein bisschen doof ist, aber ihr seht, 16 Meter pro Sekunde.
Wir sind jetzt schon besser als jegliche Designs, die wir in der letzten Folge hatten. Einfach weil wir Nutzlast von Beschleuniger getrennt haben. Das können wir noch besser machen und noch besser und noch besser und noch besser. Das wird jetzt hier nicht unbedingt Teil des Videos sein. Ja, also natürlich, man kann das unendlich weiter treiben. Hier noch eine Schicht drüber und ab geht die Post. Da kriegen wir jetzt noch mehr Nutzlast raus. Noch mehr Beschleunigung raus, meine ich. So. Und müssen wir nur noch treffen. Das ist natürlich ziemlich klein. 19,5 Meter pro Sekunde. Können wir immer so weiter treiben. Es gibt natürlich irgendwann so ein maximales Limit. Ja. Das findet man dann schon. Wie können wir es noch stärker beschleunigen? Mehr Magneten hier unten, beziehungsweise mehr Andockluken auf maximale Magnetkraft. Hier können wir die Abtrennkraft ruhig runterholen auf 0,0. So, das heißt, wir haben hier 2. Ja? Die 2 werden jetzt doppelt so stark beschleunigt. Das sind 2 Andockluken mit maximaler Magnetkraft, die agieren wie ein doppelt so großer Magnet. Ja? Und die werden doppelt so stark von den anderen beiden angezogen. Und jetzt könnte es gleich ein paar Probleme geben mit dem Fallschirm, weil der da einfach zum Beispiel kleben bleibt. So. Okay, es gab keine Probleme, wunderbar, aber er wurde extrem stark beschleunigt. Okay, 18,3 ist jetzt nicht schneller, ja, aber an sich wird es immer stärker und stärker beschleunigt. Wir können die Röhre auch zum Beispiel breiter machen. Das wäre in dem Fall ziemlich nützlich, damit es nicht die ganze Zeit gegen die Wand haut. Also machen wir es mal so auf dieser Seite und auf der anderen Seite auch. Einfach ein Stück nach unten ziehen. Wunderbar. So, dann trennen wir das auch mal ab und bam, wird einfach nach oben gehauen. 16,8. Okay, wir ziehen das natürlich jetzt zur Seite, ja. Wir machen das breiter. Dadurch geht aber auch ein bisschen mehr Kraft nach links und rechts, nicht mehr ganz so weit nach oben. Bedeutet auch hier wieder, wir können einfach mehr Schichten hinzufügen. Zum Beispiel hier 4 Stück können wir da drunter packen und hier können wir außen noch so eine Schicht hinzufügen. Ich mache das irgendwie so. Ja, mehr oder weniger dreiecksförmig. Also ihr seht, das geht hier einfach schräg nach oben. Wir könnten natürlich einen vollen Block daraus machen. Moment, wenn ich das so mache und keine Ahnung. So, ungefähr. Wenn ich das so ungefähr mache, dann würde es natürlich auch Sinn machen. Ja? Die Sache ist die, am Anfang wird das natürlich nach oben beschleunigt. Alle Andockluken sind da drüber. Hier hört das dann schon auf. Das geht dann wieder ein Stück nach unten. Ja? Diese Andockluke ist ja viel tiefer. Das heißt, die wird schon ein bisschen nach unten gezogen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Hier stoppt das dann schon etwa mit der Beschleunigung. Und dann wird es wieder langsamer. Und in dem Moment fliegt halt der Fallschirm schon nach oben. Und das Ding wird einfach beschleunigt und geht wieder zurück. Wenn wir hier unten die Menge an Andockluken verringern, dann geht das weiter nach oben. Es sind ja weniger Andockluken unter diesen beiden drunter. Ja? Das heißt, wenn wir das hier an sich auch wegnehmen und oben drauf packen, dann sollte es auch eine höhere Beschleunigung geben. Also etwa so und dann machen wir das so. Ja? Das sollte jetzt zumindest minimal die Beschleunigung höher machen. So, starten wir das und bam, haben wir nach oben geschossen. Wechseln zu 17,7 Meter pro Sekunde. Ja, also so ein klitzekleines Stück können wir das immer weiter erhöhen, indem wir immer mehr Andockluken dorthin packen. Wie können wir jetzt schwere Sachen nach oben transportieren? Indem wir die Nutzlast schwerer machen. So. Das könnte jetzt ein paar Probleme geben, aber schauen wir uns mal an.
So, starten wir das. Und ihr seht, das ist schon mal deutlich schwerfälliger. Unsere Nutzlast ist nämlich auch deutlich schwerer. Vorher hatten wir hier 0,4 Tonnen und das sind hier, keine Ahnung, mehr. So, wir haben 10,4 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit. Das ist deutlich langsamer. Wir haben aber auch natürlich deutlich mehr Masse. Also wir haben hier zwei Fallschirme, sind 0,8. Und dann hier haben wir 2, also 2,8 Tonnen an Nutzlast. 2,8 Tonnen. Gut, können wir natürlich noch höher treiben. Wir haben hier zum Beispiel 5 Tonnen Nutzlast. Und je schwerer die Nutzlast ist, desto weniger Geschwindigkeit können wir dem Ganzen hinzufügen. Ist also natürlich begrenzt. So. Das heißt, wir haben hier 5 Tonnen. Wenn wir dazu wechseln, 9,4 Meter pro Sekunde. Also nicht viel höher, also nicht viel niedriger, aber es ist natürlich einiges mehr an Masse. Dadurch, dass es schwerer ist, langsamer beschleunigt, haben wir auch mehr Beschleunigungszeit. Ja? Wir verbringen mehr Zeit da drin, das Ganze zu beschleunigen und dadurch ist die Geschwindigkeit dann ein bisschen höher, insgesamt ist sie ein bisschen niedriger. Genau. Wir können natürlich versuchen, das Ganze noch ein bisschen länger zu machen. So. Dann wird das halt nochmal für eine etwas längere Zeit nach oben beschleunigt. So. Wir haben das ein bisschen länger beschleunigt. Und jetzt haben wir 10,7 Meter pro Sekunde. Also ein bisschen kann man da noch herumspielen. Je länger der Beschleunigungsweg ist, desto mehr kann man beschleunigen, desto höher kann die Geschwindigkeit werden. Und natürlich, je größer die Magnetkraft, die von hier unten bzw. von hier oben ausgeht, desto stärker wird das auch beschleunigt. So, wir machen das vielleicht mal so. Wir verdoppeln die Magnetkraft erneut. Dann müssen wir die natürlich irgendwie zusammenhalten. Zum Beispiel dadurch. Ja, ist natürlich nicht mit Symmetrie gebaut worden, deshalb funktioniert es nicht so gut. Abtrennkraft 0,2 kN, wunderbar. Und man kann jetzt erwarten, die Geschwindigkeit ist nochmal ein Stückchen höher. Ja, es ist wahrscheinlich nicht ganz linear. Jetzt schleift es ja auch noch gegen die Wand. Und das ist jetzt so ein bisschen schräg, aber na gut. 11,5 Meter pro Sekunde. Das heißt, es wird immer so ein kleines Stückchen größer und größer. Genau. Man kann natürlich jetzt BP-Editing betreiben und quasi die Underclocken auf absolute Höchstwerte treiben mit, keine Ahnung, 1 Milliarde Kilonewton an Magnetkraft. Ja, aber das ist dann irgendwann auch übertrieben. So viel braucht man das gar nicht. Ja, dann wäre es das an sich. Ich möchte einfach mal schauen, wie viel können wir eigentlich, wie schnell kann mit diesem Design ein Satellit werden. Den Standardsatellit, den kennt ihr ja bestimmt schon aus meiner überaus bekannten SFS-Colony-Serie. Bauen wir einfach einmal ein. Das ist wirklich sehr simpel. Machen wir es mal so. Das ist natürlich 6 breit hier oben, das heißt, wir müssen die Röhre oben noch ein bisschen, hoppla, noch ein bisschen größer machen. So, und an die Seite kommen noch die Solarzellen, das in Grau und das in Silber. So, also das ist so ein Standardsatellit und der passt hier natürlich nicht rein. Müssen wir das Ganze ein bisschen breiter da machen. Ziehen wir das eins rüber. Ziehen wir das eins rüber. Die beiden auch ein Stück. So, Struktur, strukturelles Teil. Passt immer noch nicht ganz zwischen, Moment. Müssen das noch ein bisschen rüberziehen. So, das könnte an sich ja schon funktionieren. Wie ich ja nur mal gesagt habe. Es kann an sich funktionieren, aber ich habe
quasi Sorge, dass es irgendwie eine sehr hohe Haftreibung dann erzeugt. Daher machen wir das hier einfach noch ein bisschen breiter. Dann können wir auch das gleich verdoppeln, so. Und das können wir an sich auch gleich verdoppeln. So, dann packen wir noch ein strukturelles Teil dazwischen. Wunderbar. Und dann haben wir jetzt hier insgesamt 8 Stück von denen, die das Ganze nach oben beschleunigen sollen. Tatsächlich können wir auch einfach nur die, ja doch, müssen wir. Wir müssen die alle 4 starten, aber die äußeren, bei den äußeren mache ich die Abtrennkraft mal auf 0 kN. Einfach damit wir wirklich ganz langsam uns daran tasten. So, Standardsatellit, der wiegt irgendwie 11 Tonnen oder so. Müssen wir nochmal schauen. Und, hui, ganz langsam wurde er beschleunigt. Also nicht viel, nicht stark. So, wechseln wir mal dahin. 11,3 Meter pro Sekunde. Also es ist schon einiges an Beschleunigung. Ja, es ist nicht ganz so viel, wie man sich erhoffen würde. Also ins All fliegen könnte man damit nicht. Aber wenn man es vom Mond startet, beziehungsweise vom eingefangenen Asteroiden, da ist halt schon ein bisschen was dran. Ja, so ein kleines bisschen. Und das ist hier noch nicht maximal ausdesignt. Das heißt, man könnte es noch weiter verbessern. Beispielsweise könnten wir noch ausprobieren, indem wir die hier einfach noch mal ein bisschen größer machen. So, kopieren wir das mal. Mit Symmetrie an fügen wir hier einfach noch eine Schicht so hinzu. Wunderbar. Und schauen wir mal, wie viel wir jetzt daraus bekommen. Sollte an sich noch im Einflussbereich quasi liegen, aber müssen wir einfach mal schauen. So, beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen. Ende der Beschleunigung. Und dann, na, wechseln wir mal zum Satelliten. Spiel lässt mich nicht. Können wir das über die Karte machen? Dö. Auch nicht. Genial, also wir wissen nicht, was die Geschwindigkeit ist. Können wir mal kurz drüber löschen. Dankeschön. Dieses eine Stück, was da drin war, der Beschleuniger, 11,8. Der Beschleuniger hat ein bisschen gestört, hat aus dem Ganzen einen Akari Drive gemacht. 11,8 Meter pro Sekunde. Also, ja, keine großen Änderungen mehr möglich. Das wiegt an sich auch eine ganze Menge. Können wir einmal ausrechnen. Also, das Schwerste ist natürlich der Treibstofftank in der Mitte mit 5 Tonnen. Da haben wir 5 Tonnen. Dann die Sonde, die wiegt nochmal 3 Tonnen. Das sind 0,5. Zusammen macht das 1. Zusammen macht das schon mal 9 Tonnen. Das wiegt dann 9,5. 10, 1, 10,5 und dann 4 von den RCS-Düsen. 10,5, 10,6, 10,7 Tonnen. 10,7 Tonnen, fast 11 Tonnen. Das ist schon einiges an Gewicht, was dort beschleunigt wird. Wenn wir das hier mal alles wegnehmen, so Fallschirm, wie wir es ganz am Anfang schon hatten, der sollte dann ziemlich stark beschleunigt werden, auf ziemlich hohe Geschwindigkeiten. So, ein kräftiger Schub. Und da haben wir 18,2. Ja, also kleinere Änderungen gibt es natürlich immer. Aber ziemlich hohe Geschwindigkeiten können wir schon damit erreichen. Nicht extrem hohe. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wir haben hier ein funktionierendes Design. Das ist in der Videobeschreibung. Das, was wir von der letzten Folge hatten, ist auch in der Videobeschreibung einfach mal, damit ihr es auch ausprobieren könnt. Und dann würde ich sagen, war's das mit der Folge? Ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.
Tschüss.